Einen schönen guten Tag, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Zurück zu Pokémon Storm Silver. Ja, ich habe das letzte Mal bereits angekündigt gehabt, dass wir uns in der Backtracking-Session begeben werden. Und einfach mal, um kurz zu erläutern, was ich heute überhaupt vorhabe. Naja, also hier im Einheitstunnel gibt es zwei weitere Wege, die man gehen kann. Vielleicht sogar noch einen dritten. Und die zwei dieser Wege auf jeden Fall führen uns zu den Alfruinen. Theoretisch hätten wir mit dem Erhalt von Surfer zwei von noch übrigen drei Rätseln der Alfruine lösen können. Und hätten dann hier mit Stärke zurückkehren müssen, um das letzte zu lösen. Ich habe das einfach mal alles in einen Punkt gesetzt. Und oh, Stärke! 75 Stärke und 100 Genauigkeit. Und das Gestein. Das ist jetzt absolut unerwartet und mega cool. Und das kann fast jeder erlernen. Cool. Eine Gesteinattacke mit 100% Genauigkeit. Sowas habe ich schon ewig lang gesucht. Und natürlich ist es ein bisschen besser als Steinhagel. Weil Steinhagel eben nur 90 Genauigkeit hat. Natürlich trifft Steinhagel in Doppelkämpfen beide, aber hey. Für Mechagodt definitiv besser. Auch wenn ich über lange Sicht plane, ihm wieder Antikraft beizubringen, weil ich gesehen habe, dass das definitiv im Spezialangriff besser ist. So. Da überlege ich aber tatsächlich Steinhagel drin zu lassen. Mimikry hau ich raus, weil Mimikry ist eine Attacke, die ich definitiv nie einsetzen werde. Also, wieso sollte ich mich dann groß darum kümmern? Das lasse ich mal lieber. Sondern, jetzt habe ich zwar zwei Kampf- und zwei Gesteinattacke, aber beide funktionieren unterschiedlich. Ich meine, ich mache mit Stärke und Steinhagel gleich viel Schaden, aber mit Steinhagel kann ich eben Doppelkampf mehrere treffen. Hab die Chance auf Zurückschrecken. Und mit Tiefschlag habe ich eine Prioritätsattacke und mit Finte habe ich eine Attacke, die immer trifft. Also ich glaube, das ist ein ganz guter Mix soweit eigentlich. Aber ja, wie gesagt, theoretisch hätte ich schon zwei Rätsel bei den Alfruinen lösen können. Eines muss man durch den Einheitstunnel machen, bei einem anderen kann man einfach bei den Alfruinen surfen. Aber, Leute, letztendlich, und das hat mich eigentlich dazu motiviert, genau das nicht zu machen, hätte ich dann diesen ganzen Weg hier wieder kommen müssen, nur um einen Stein zu verschieben und das letzte Rätsel zu machen. Deswegen dachte ich mir, ich leg das einfach in eins. Und, ja, ich glaube, das war eigentlich soweit ziemlich vernünftig. Pokémon darf ich hier natürlich keine neuen fangen, leider. Ganz einfach, weil ich bereits alle, oder was heißt alle, ich habe bereits das Pokémon, was man hier bekommen kann, gefangen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war genau, aber ja, auf jeden Fall gibt es da nichts mehr, was ich irgendwie machen könnte. Aber gut, soweit dazu. Natürlich werden, sobald ich diese Rätsel gelöst habe, mehr Inkognito erscheinen. Das ist aber eine andere Geschichte. Die einzigen Inkognitos, die im Ruineninneren nicht erscheinen, sind die Ausrufezeichen und Fragezeichen Inkognito. Das sind die speziellen Generation 4 Inkognito. Und die kommen tatsächlich auch erst dazu, wenn man wenn man die anderen gefangen hat. Alle 26. Ja. Das ist absolut ausweichlich. Also von daher. Und im Moment können wir eben, dadurch, dass wir die erste Kammer geöffnet haben, die Inkognito A bis I fangen. Also soweit dazu. Es hat sich nicht sehr viel seit Gold, Silber und Kristall verändert. Deswegen brauche ich das jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen. Aber wenn man, wie gesagt, das erste Mal die erste Kammer öffnet, in dem Fall das Kabuto-Puzzle, dann sind die Inkognito A bis I. Quatsch, A bis J freigeschaltet, sorry. A bis J. Da habe ich jetzt einen kleinen Hickser gehabt, ja. Okay, soweit dazu.
Ich dachte, dass ich mir vielleicht die Zeit nehme, um ein bisschen über ein anderes Thema zu reden, was auf Twitter gerade sehr populär war. Und ja, es hat was mit Pokémon zu tun, deswegen gehe ich darauf einfach kurz hinaus. Und zwar, es ist diese Schreibweise, oder ich meine, okay, fangen wir mal ganz vorne an. Seit Pokémon Go rauskam, wissen wir alle, dass der Markt an Pokémon-Spielern wieder enorm gestiegen ist. Was eben unter anderem auch dazu führt, dass viele, die Pokémon seit den 90ern, seit der ersten Generation nicht mehr gespielt haben, wieder an Bord sind oder mit der zweiten ausgestiegen sind, weil das noch auf dem Gameboy war. Und sie sich danach vielleicht kein Gameboy mehr geholt haben, vielleicht das Interesse verloren haben oder sonst was. Und jetzt sind viele davon wieder da und zum anderen von vielen anderen verwendet wird, die in der Materie, yay, oder die in der Materie nicht wirklich vertraut sind. Und daher kommt es natürlich auch zustande, dass sie den Plural von Pokémon nicht wirklich richtig bilden können, so wie das Spiel ihn vorgibt. Zur Erklärung, das Spiel heißt Pocket Monster. Daher ist daher Pokémon. Und dass man das Pokémon nicht Pokémon ausspricht, liegt daran, dass auf dem E ein Betonungsakzent liegt. Jetzt kann man es... Jetzt hat das Spiel es folgendermaßen gemacht. Es ist sozusagen ein Akronym zwischen beidem. Stimmt eigentlich nicht ganz. Kein Akronym, sondern es ist zusammengefügt. Ich weiß gerade nicht, Kontraktion, genau. Es ist eine Kontraktion zwischen dem Poke und dem Mon. Im Prinzip zu einem Wort so zusammengefasst. Und jetzt kann man das natürlich machen, dass man das nach den alten Regeln des Wortes konjugiert. Und der Plural von Pocket Monster ist Pocket Monsters. Also Pokémons. Oder man kann es machen, wie das Spiel es einem vorgibt und was auch tatsächlich die offizielle Version ist. Das Pokémon, die Pokémon. So, jetzt bin ich, werde ich gleich weitermachen, weil ich nur zeigen möchte, dass ich jetzt hier bin. Das ist eben die Höhle, die man erst am Ende machen kann, als letztes machen kann, wenn man den Stärkestein schon gefunden hat. Aber hier werde ich mich jetzt noch ein bisschen umschauen. Kommst du her? Genau. Riesenpilz. Ich werde meinen Gedankengang dann gleich fortführen. Ich möchte jetzt nur zum Puzzle. Moment. Ist hier wirklich nichts? Wie komme ich denn da jetzt vorbei? Ganz neue Frage, aber ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, weil, wenn ich mir das hier so anschaue, dann... Ich meine, natürlich kann es sein, dass die Kameraeinstellung mir hier ein bisschen einen Streich spielt. Dann kann ich zwischen diesen beiden da kann ich vorbei. Ach so. Ja gut, dann ist alles klar. Sonst ist hier nichts. Gut, dann gehen wir nach hinten erstmal, wie immer, und schauen, was da... Water. Okay, ich muss einen Wasserstein darauf anwenden. Ich glaube, in Kristall hat es gereicht, einen Wasserstein im Inventar dabei zu haben, den ich vielleicht habe oder auch nicht. Nee. Aber hier muss man diesen Wasserstein aktiv auf die Wand einsetzen, was ziemlich gemein ist. Okay, ich glaube, wir erkennen alle, um was es sich hier handelt. Ammonitas natürlich. Und ich werde jetzt erst einmal, wie man es in der Regel bei Puzzle macht, mich um die Randstücke kümmern. Ja, das hier ist eigentlich die dritte Kammer, sag ich mal. Und in dieser dritten Kammer, wenn ich hier Ammonitas gelöst habe, werden die Cognito K bis Q freigeschaltet. Sollte
Also, wir haben im Prinzip noch eine ausstehend für das Alphabet, aber dazu komme ich gleich. Ja, da stimmt was nicht ganz. Was könnte es denn sein? Ah, genau, die beiden sind vertauscht. So. Und jetzt noch umdrehen, passt's jetzt? Jo! Okay, sehr schön. Wie gesagt, K bis Q kommt jetzt. Und dann schauen wir mal, was die uns so... Achso, stimmt, wir kommen hier herunter. Wait, Professor Eich? Ja, hallo! Pokémon! Zum Fangen sind episch. Tschüss! Gut? Wow. Das in der Ruinen der Alf-Ruinen war das einer der sinnlosesten Anrufe, die ich in meinen Lebzeiten erhalten habe. Was ist mit dir? Ernsthaft? Aber okay. Wie gesagt, um meinen Gedankengang jetzt noch ein bisschen weiter auszuführen. Der offizielle Plural von Pokémon ist das Pokémon, die Pokémon. Ja, das ist uns allen klar. Der Grund, warum viele draußen sind und Pokémons sagen, und ja, ich stimme zu, dass es sich nicht cool anhört. Ich stimme es absolut zu. Ich mag diese Pluralform auch nicht, aber es ist das gleiche wie bei Anime und Animes. Die Idee, warum man das überhaupt macht, ist, ja, es ist im Plural ungewöhnlich, war aber, also als Pluralform, aber im Englischen ist es häufig. Und da man eben viele englische Lehnwörter hat, neigt man auch so ein bisschen dazu, die Pluralform von ihnen zu übernehmen. Weil warum soll man dafür neue bilden? Und das ist eben das S. Und wenn man es als Pocket Monsters auffasst, wäre es tatsächlich richtig. Auch wenn, und das sollte man sich immer bewusst sein, wenn man diese Form verwendet, es nicht die Form ist, die offiziellen Übersetzer wollen. Und ich sag nicht die Macher, weil das ist in Japan nochmal ganz anders, sondern diejenigen, die das hier übersetzen. Aber mach gleich weiter, oh. Light. Okay, da muss ich Blitz einsetzen. Aber ich glaube, dass keines meiner Pokémon Blitz derzeit hat, oder? Ja, das müsste ich in Dukatia City erstmal kaufen. Aber stellen wir das jetzt erstmal hinten dran. Ich komm ja gar nicht weiter. Was ist denn los? Also irgendwie läuft das nicht so ganz nach Plan. So. Ich glaube, wir erkennen auch, worum es sich hier handelt. Es sind ja immer nur ein paar Bruchstücke. Nicht wie bei Gold und Silber ein komplettes Fragment, was man zusammensetzen muss. Davon muss man das hier eben drehen, was man in Gold, Silber und Kristall nicht musste. Und wenn man diese Kammer schafft, werden die Inkognitos RST, U und V freigeschaltet. Und mir fällt da gerade auf, dass doch tatsächlich davor die Inkognito in der richtigen Reihenfolge freigeschaltet wurden. Okay. Also jetzt können wir fast alle Inkognito fangen, außer eben 4 Stück. Was wir aber gleich können werden, wenn ich nämlich in die Alf-Ruinen, in den Einheitstunnel zurückkehre. Dafür muss ich hier aber erstmal raus und Backtracking machen. Aber ich sehe da relativ wenig Sinn drin. Ich meine, ich müsste die ganze Route 32 nach unten laufen und dann durch den gesamten oder durch den halben Einheitstunnel wandern. Ich glaube, dass ich das lieber rausschneiden werde. Das halte ich definitiv für sinnvoller. Von daher werde ich jetzt gleich einen kurzen Cut setzen. Ich weiß gar nicht, welchen Buchstaben ich habe. Ist auf jeden Fall definitiv ein T. Einige wundern sich ja, dass ich die Inkognito-Schrift so gut lesen kann. Halte mich dafür für den Master. Ich meine, ich gebe zu, früher konnte ich es auch nicht, aber es ist gar nicht so schwer. Also wenn man sich das ein bisschen anschaut, dann kommt man da einigermaßen hinter. So gut, dann mache ich jetzt einen Schnitt und bis so, da sind wir wieder. Ich habe mich einfach mal zu diesem Stein begeben, damit wir ihn wirklich nachverfolgen können, wo ich denn jetzt eigentlich hin will. Aber ja. Okay, also ich wollte das einfach mal aus dem Weg haben. Pokémon definitiv richtig.
von dem, was uns die Leute vorgeben. Pokémons, aber aufgrund eben dieser Schreibweise Pocket Monsters denkbar. Und jetzt ist es eben so, dass der Duden angibt, dass beides im Prinzip im Bereich des Möglichen ist. Ja, ich meine, das kann man kritisieren, weil man sagt, okay, die Übersetzer liefern uns hier eigentlich die Möglichkeit, an der sollten wir nicht rütteln. Genauso wie jedes Pokémon mit das heißt. Zum Beispiel das Bisaflor, die Bisaflor, und es keine Konstruktion wie Bisaflore oder so gibt. Oder Glumanden oder irgendwie sowas, sondern das Glumanda, die Glumanda. Jedes Pokémon ist im Singular und Plural gleich und auch der Eigenname. Das wurde einfach so festgelegt. Weil das kann man kritisieren. Aber als diese Entscheidung getroffen wurde, wurde sich was gedacht. Und ich habe dann einfach mal auf Twitter das gepostet. Und es kam der unnötigste Shitstorm aller Zeiten. Und da muss ich halt auch sagen, Leute, nehmt einen Schluck Wasser, lehnt euch zurück und entspannt ein bisschen. Ich stimme zu, dass definitiv Pokémon die Form ist, die man verwenden sollte. Trotzdem gibt es Gründe, dass man beide Formen verwendet. Und wenn der Duden die nimmt, und man muss immer überlegen, ja, Sprache ist nichts Statisches, sondern Sprache orientiert sich an der Art und Weise, wie gesprochen wird. Das bedeutet, dass wenn eine Form früher richtig war, kann sie im Laufe der Zeit anders werden, einfach weil alle sie benutzen. Und dann ist das natürlich richtig, was gesprochen wird. Ich meine, sagt heute noch jemand Bug? Ne, die meisten würden sagen Bakte. Oder Frug. Die meisten würden sagen, ich fragte. Von daher würde ich da sowieso ein bisschen aufpassen, was man da jetzt sieht. Aber der Punkt, den ich einfach machen möchte, ist, ich weiß, dass Rechtschreibung ist etwas, wo regelmäßig Glaubenskriege drum geführt werden. Ich möchte ja noch dafür werben, dass wir die Emotionalität ein bisschen aus diesem Thema nehmen. Letztendlich, das, was wir sagen und was wir verwenden, ist die Sache, die wir gewohnt sind. Ja, wir haben solche Sachen von klein auf immer wieder gehört und dann sagen wir, es ist richtig. Wenn wir das Gegenteil immer wieder und wieder hören, würden wir sagen, das ist richtig. Und jetzt auf einen Rampage zu gehen und absolut auszurasten und zu sagen, Moment, nee, der Duden hat keine Autorität. Ich bin Boss, Mann. Ich, deutsche Sprache gehört mir, Mann. Ich weiß Beste. Da muss ich dann doch sagen, nee, tut mir leid, wie gesagt, ja, man kann das kritisieren, weil die Spiele es anders vorgeben. Und ja, der Duden reflektiert, wie gesagt, die Alltagssprache, nicht unbedingt, wie es richtig ist. Könnte man denken, aber das ist richtig, was gesprochen wird. Und das muss man immer wieder bedenken. Und so lange ist es in Anführungszeichen inkorrekt, wie man noch nicht gemerkt hat, dass es so gesprochen wird und dann aufgenommen wird. Zum Beispiel, ergeben Sinn oder Sinn machen. Sinn ergeben oder Sinn machen. Mittlerweile, ich werde so viele Leute benutzen, es macht Sinn, weil wegen dem Englischen it makes sense. Und von daher hat der Duden irgendwann gesagt, okay, gut, dann nehmen wir das jetzt einfach auf. Jetzt können wir beides sagen, Sinn ergeben und Sinn machen. Und ja, würden wir jetzt sagen, Sinn machen ist falsch, obwohl zu Duden steht, weil ich bin Boss, Mann, ich bin Boss, ich weiß Beste, Mann, deutsche Sprache gehört mir. Also, ja, würde ich eher sagen, nein. It usually forages for food on the ground, but may on rare occasions hop onto branches to pick at choice. Also, ja, dieses Libendato, was wir gefangen haben, sucht nach Essen und geht manchmal auch auf die Zweige, um das zu untersuchen. Ja, ihr merkt, dass ich jetzt nicht so hundertprozentig begeistert von Natu bin. Allerdings, also das, was man daran erkennt, dass ich ziemlich wenig drüber gesagt habe. Allerdings
kann man das doch ziemlich gut verwenden. Also ich habe Xatu einmal benutzt, glaube ich. Kommt aber tatsächlich sehr selten bei mir vor. Aber vielleicht werde ich ja irgendwann noch, ich hoffe nicht, aber vielleicht werde ich ja irgendwann noch in die Versuchung kommen, ihm eine Chance zu geben. Der Punkt ist halt, warum ich so ein bisschen gesagt habe, ist, weil man hier auch im normalen Hold Golden Soul Silver Natu fangen kann. Und ich dachte eigentlich, ich krieg was anderes. Na, aber, okay, aber wie gesagt, das wollte ich einfach aus dem Weg haben. Ich bin absolut niemand, der der Meinung ist, dass Pokémons richtig ist. Und ich bin der Meinung, Ho-Oh, ja, man muss mit Ho-Oh hier kommen. Das wird nicht so schnell kommen. Sondern ich bin der Meinung, man muss, sollte das nehmen, was die Entwickler einem vorgeben. Aber sich seine eigenen Regeln zu zimmern und sagen, die Regeln sind richtig, weil ich sie für richtig, oder diese eine Regel ist richtig, weil ich sie für richtig empfinde. Schwierig? Ich meine, klar, kann man machen. Habe ich auch, oder ich habe selbst gerade gesagt, dass Sprache letztendlich das reflektiert, was gesprochen wird. Also ist das definitiv möglich. Aber da muss man eben auch andere Schreib- und Sprechweisen akzeptieren. Und das gibt's tatsächlich auch. Albtraum zum Beispiel kann sowohl mit B als auch mit P geschrieben werden, weil, naja, Albtraum hieß es ursprünglich, aber es kam von den Alben und nicht von der Alp. Also hat man auch noch Albtraum erlaubt. Und wie gesagt, es geht beides. Und hat eine relativ friedliche Koexistenz, die beiden. Aber wie gesagt, ich weiß, dass das Thema ist emotional. Mir wird auch komisch, wenn ich sehe, wie jetzt Schreibweisen erlaubt sind, wie S-C-H-I für Ski. Aber ich meine, dachten wir uns nicht alle, dass als wir Ski gelesen haben, hä? Wieso spricht man das aus? Ich meine, es kommt von einem nordischen Wort und ich verstehe gerade nicht, warum das nicht funktioniert, aber ich meine, komisch war es für uns schon. Und ich meine, gut, natürlich Rechtschreibung und Pluralform sind zwei Sachen, die man ein bisschen trennen muss. Aber trotzdem. Ein bisschen ruhiger die Sache angehen, wäre mein Vorschlag. Ich verstehe es gerade echt nicht, aber gut. Ein bisschen ruhiger die Sache angehen. Und selbst wenn ihr jemanden treffen solltet, könnt ihr ihm gerne sagen, hey du, verwend bitte nicht Pokémon, sondern Pokémon. Ja, das ist die Art und Weise, wie die Entwickler es vorgesehen haben, ja? Wenn ihr seht, wie jemand das macht, ja? Und ihr geht, wie gesagt, zu ihm hin und sagt, ja, du, das ist vielleicht nicht ganz korrekt, ja, versuch's doch hier und da. Und dann würde er sagen, ah, also vielleicht auch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass er sagen wird, ah, sondern er sagt, LOL, XD, Casual Fan, LOL, gleich mal auf Twitter posten, ey, so ein Noob. Weil so kriegt man nicht wirklich Kontakt zustande und man macht die Menschen auch ein bisschen dümmer, als sie sind. Weil, ich meine, tatsächlich bei den japanischen Namen ist dieses S ein bisschen komischer, zum Beispiel Mangas und Animes, weil es eben keine englischen Wörter sind. Natürlich, Anime kommt von Animation, okay, aber es sind trotzdem japanische Wörter. Und da ist der Plural eben anders. Ich habe keine Ahnung wie, frag mich nicht, kann ja Japanisch, aber dieses S ist halt eher im Englischen. Und von daher, von daher ist es nicht so, dass man das komplett von der Hand weisen kann, dass es einfach komplett dumm wäre. Das ist das, was ich sagen will. Aber gut. Genug darüber gesprochen, weil irgendwie zerstört dieses Puzzle mich. What the fuck? Was ist los? Was mache ich denn falsch? Also irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Hallo? Also bisher hatte ich eigentlich relativ wenig Probleme mit diesen Puzzlen. Aber ich sehe einfach nicht, wo der Fehler liegt. Ich meine, ich nehme an, eines von diesen Teilen ist es, weil die anderen scheinen mir extrem richtig zu sein. So, und jetzt das hier so. Das so. What? Was ist los?
irgendwas läuft hier nicht so, wie es sollte. Ich meine, das passt doch, ja. Da hat er sein Gesicht, dann hat er seinen Schnabel, dann hat er seine Füße drunter. Ich meine, muss ich die austauschen? Ja, das sieht irgendwie nicht richtig aus. Ja, wäre auch möglich, aber das andere sah schon deutlich richtiger aus, sag ich mal. Ja, richtiger kann man theoretisch bilden. Man kann sogar Schwangere theoretisch bilden. Es macht zwar semantisch keinen Sinn, aber metaphorisch kann man das schon sagen. Also es ist nicht ungrammatikalisch. So, jetzt muss ich aber... What the... Fluidu? Hallo? Okay, Moment. So. Und jetzt bin ich so, wie ich es vorhin hatte. Nicht? Moment. Also, ich finde gerade eindeutig den Fehler nicht. Deswegen stelle ich das einfach nochmal neu. So. Nochmal frisch ans Werk. Kopf hier hin. Das Ding dahin. Da haben wir eben, wie gesagt, den Schnabel. Dann hier den Hals. Was ist das so? Ja, ich weiß nicht. Da hätte ich das auch in der Mitte verschieben sollen. Aber ich fand ehrlich gesagt, dass es vorher besser aussah. Aber gut, vielleicht. Vielleicht war das auch nur eine Täuschung meinerseits. Also die Füße sind auf jeden Fall richtig, ja. Die Füße. Müssen so rumverlaufen. Ja, wenn sie anders rumverlaufen, dann sieht es einfach nur komisch aus. Wenn dann Art Ho-O-Füße irgendwie. Und das bezweifle ich mal stark. So. Moment. Ja, so ist es doch richtig, aber ich habe das gleiche Problem wie gerade eben. Tauschen wir die nochmal. Ja. Jetzt hier. Was wollt ihr von mir? Was? Wollt ihr das hier oben? Ja, das könnte sogar passen. Ja, aber das passt überhaupt nicht. Das sieht schrecklich aus. Aber vielleicht, wenn ich das jetzt hier rüberstelle. Ich meine, das sieht besser aus. Sah auch nicht gut, aber besser. Aber nee, das würde keinen Sinn machen. Warum soll der da links gespreizte Flügel haben und da rechts so komische runde Dinger? Oh. Mann, ist das fies. Habe ich gar nicht so fies in Erinnerung. Und wiederum ist es länger her, seit ich das letzte Mal gemacht habe. Ich meine, Apart Gold damals 2010 gespielt, als es rauskam. Schon 6 Jahre ist das Spiel alt. Leute, 6 Jahre ist dieses Spiel alt. Das ist mega krass, aber... Ja, ich glaube, ich benötige... eine Joker. Weil... Ja. Keine Ahnung. Ich meine, ich kann die einfach mal vertauschen, aber ja, ist richtig, jetzt hat er Hochfüße. Es ist mal absolut keine Lösung. Ach, wisst ihr was? Ich mach Schluss für heute. Ich versuch's 6. Mal. Ich gehe weinen. Viel Spaß beim Auslachen. Danke für eure Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Mal. Pokémon Silver.